Wehe allem Essbaren, dass diesem Mann vor die Flinte kommt. In the jungle, the mighty jungle. Da wären ein Fisch mit super vielen Gräten, eine very britische Tea Time und Fleischberge en masse. Was erweist sich als Gaumenschmaus und was als Gaumengraus? Hoffmann on Tour und das für euch in Südafrika, nämlich in Kapstadt. Eine Stadt bestehend aus den unterschiedlichsten Nationen der ganzen Welt und dementsprechend eine sehr bunte, kreative Küche. Und da werde ich dem einen oder anderen mal in den Topf schauen. Mzolis ist der kulinarische Geheimtipp in Kapstadts gefährlichstem Township Guguletu. Hier leben ca. 300.000 Menschen auf engstem Raum in ärmlichsten Verhältnissen. Trotzdem soll es ausgerechnet hier riesige Fleischberge geben. Freunde, das hier ist der absolute Geheimtipp. Den zeige ich auch nur euch, also erzählt es nicht weiter. Ein Metzger, der Frischfleisch zubereitet und gleichzeitig auch fertige Ware. Kommt mit! Im Mzolis trifft Herr Hoffmann, wie kann es anders sein, Herrn Mzolis. I like to see what you offer here. Ich würde so gerne sehen, was du hier anbietest. Our offering is very simple. Besonders hoch im Kurs stehen riesige Fleischlappen und meterlange Würste. Gut gekühlt ist das Fleisch nicht. Macht aber nichts, denn lange liegen bleibt bei Mzolis nichts. Also alles das suchst du dir aus, was du haben willst. Dann gehst du da vorne roh und dann wird das da hinten zubereitet. Also bitte, Herr Hoffmann, erstmal wie jeder andere auch dein Fleisch an der Theke aussuchen. Quittung für Kabel 1. Ah. Apropos Quittung. Dieser Mega-Fleischteller kostet 80 südafrikanische Rand. Das sind umgerechnet 7 bis 8 Euro. Zubereitet wird das Fleisch im hinteren Teil des Ladens. Meine Güte, ist der Tanz der Bär. So muss ein Grill aussehen. Willkommen in Mzolis Höllenfeuer bei knapp 50 Grad Raumtemperatur. Bereiten die Männer hier das Fleisch auf den offenen Grills zu. Guck mal, Bestellung nach Bestellung. Soße schon mit drauf und jetzt haut der Ganze da auf den Grill. Super. Wie die Grillmeister bei diesen Fleischbergen den Überblick behalten, ist Dirk ein Rätsel. Einziges Grillbesteck, eine Megagabel. Hier sagt er, das ist der wichtigste Teil überhaupt, weil was hier passiert, das ist, was ihm den Namen macht und das Geschäft laufen lässt. Aber heißer Platz, ist wäre hot in hier. Ja, ist hot, but we use it. Kein Wunder, die Männer arbeiten jeden Tag von mittags bis tief in die Nacht in der brütenden Hitze. How many bottles of water you drink a day? 6 Liter. 6 Liter, das brauchst du auch hier bei der Hitze, du. Ich sag es euch, das ist schlimmer wie eine finnische Sauna. Der schwitzt sich hier einen runter. Mal, wenn sich bei mir in der Küche noch mal ein Koch beschwert, schicke ich die mal eine Woche hier runter. Ich sag euch. Zeit für Herrn Hoffmann, selbst mal die Grillgabel zu schwingen. Hör mal, das ist aber ein Werkzeug. Da muss er erstmal. Ja, yes, schneller, schneller. Ich weiß. Schneller, schneller. Ficke mal. Put it here. Meine Güte. Hör mal auf, mal ganz im Stress. Der Chicken over there. Mein, ich bin im Stress. Lass mich mal. No, you're faster. You do it. Mein, ich hier kaputt. Jetzt ist endlich Dirks Portion dran. Mach das mal schön für mich hier. Ich hab den nicht Hunger. Can you do that for me? Right for you? Yes, please. Yeah, how do you want it? Medium. Medium. Except the chicken, I like that well done. Well done. Das muss durchgebraten sein, wegen der Salmonella. Recht hat Herr Hoffmann. Aufgrund der Hygiene besser kein Risiko eingehen. Mach mit der Fingerhau drauf da. Ja, klatsch, fertig. Wenige Minuten später ist Hoffmanns Grillteller fertig und nicht nur der. Guck mal hier, die haben richtig Hunger. Das ist die ganze Familie mit Satz. Gegessen wird bei Mzolis direkt hinter der Küche in einem einfachen Plastikzelt. Jeden Tag ist es hier brechend voll, wegen der leckeren Fleischberge, aber auch wegen des DJs, der zum Essen afrikanische Musik spielt, in einer Höllenlautstärke. Kein Wunder, dass viele Mzoli-Besucher während des Essens zu den Beats tanzen. Dirk ist begeistert. Mzolis mariniertes Fleisch ist ein Gaumenschmaus. Warum schmeckt das? Why does it taste so well? So tastes good quality, good recipes, good sauce.
And fresh meat. And fresh meat. Bei der Masse, die der hier verkauft, kann das nur frisch sein. Die Soße dazu, das war super, super lecker. Habt ihr gesehen, welche Massen der da rausschmeißt? Ich komme garantiert wieder. Danke dir. Thank you very much. Sobald Dirk das Mzolis verlässt, merkt er wieder, dass er mitten im Township ist. Ich hab doch bezahlt. Was will er von mir? Meine Güte, hier ist was los, du. Jetzt brauche ich eine Flasche Bier. Und ich hab gehört, da drin gibt es lecker einen. Hör mal, ich sagte, das ist hier so geil. Ich fahre gar nicht mehr zurück nach Düsseldorf. Hier bleibe ich. Getränke gibt es übrigens nicht im Mzolis, sondern in einer Wohnung gegenüber, die umgebaut ist in eine Kneipe. Meine Güte, hier musst du mal reinkommen. Komm mal hier. Die hat ihr Wohnzimmer umgebaut hier, meine neue Freundin. Eine sogenannte Shibin gibt es in den Townships in fast jeder Straße. Prost, Prost, Prost. Ja, du hast aber einen guten Zahnarzt, ja. Ja, Polas. Das ist eine Frau für jede Jahreszeit. Yes. Im Sommer stehst du im Schatten und im Winter hast du schön warm. Prost. Prost. Ja. Very British wird es im Luxushotel Mount Nelson, dem ältesten Hotel Kapstadts. Krasser könnte der Gegensatz zum Mzolis nicht sein. Für seinen Besuch im Mount Nelson hat Herr Hoffmann sich in Schale geworfen. Tja, und jetzt ein lecker Tässchen Tee für den Hoffmann im Mount Nelson Hotel. Die Tea Time wird stilecht serviert mit einer Etagere voller Köstlichkeiten. Guck mal hier. Alles so in Mini. Einmal in den Mund und schwupp ist es weg. Und dazu gibt es frisch aufgebrühten Tee mit braunem Zucker und Milch. Typisch britisch. Also, ihr wisst ja gar nicht, hör mal, so ein leckeres Tässchen Tee. Und dann hat Lisbeth dabei. Aber die kommt ja heute gar nicht. Das hier ist das weltberühmte britische Cucumber Sandwich. Ganz einfach. Brot, nicht getoastet, für uns komplett ungewöhnlich, Gurkenscheiben, Mayonnaise. Und hier im Mount Nelson Hotel, ganz edel, die Rinde ist abgeschnitten und es passt genau zwischen zwei Finger und einmal. Da muss Dirk doch dringend mal hinter die Kulissen schauen. Das war schon mal eine super leckere Vorspeise. Ob die das jetzt richtig können, das checke ich mal bei meinen Kollegen in der Küche. Und dafür zieht Herr Hoffmann sich um. Ist ja klar. Und zack, denn nur in einer weißen, sauberen Kochjacke geht's in die Küche. Und da wartet auch schon Sous-Chef Dion auf unseren Dirk. Pass mal auf, ich habe bei dir jetzt da draußen ganz edel eine britische Tea Time zu mir genommen. Yum, yum, yum. War super lecker, aber jetzt wüsste ich gerne mal so ein paar Details dazu. Zeigst du mir die? Mal sehen, wo die Tea Time zubereitet wird. Ja, das ist direkt in Masse, die Sandwich. Okay. Why do you slice it in these short pieces? That's traditionally how it's eaten in England. The Ach so, fingers, in England. Finger Sandwiches. Finger Sandwiches. The traditional IT Und style. Warum schneidet ihr auch nur die Kruste da weg? Why do you take off the crust? Yeah, we take English the don't have any teeth? No, it should be soft. It should be soft. Ich habe gedacht, die Engländer hätten keine Zähne, dass sie da noch die Kruste abschneiden. Nein, für die Engländer ist das so. Und was macht denn meine Freundin hier drüben? Die macht hier Tomatentörtchen, finde ich auch interessant. Guck mal da, pickt die aus, da passen die, may I? Passen die ganz genau da drauf. Zack, one slice? Yes. Nur eine Scheibe? I give them two. Look. Dion, yes. I need your secret. Ich möchte von ihm ein Geheimrezept, was ich mit nach Hause bringen kann und euch jetzt hier schon zeige. Würdest du das für mich tun? Ich hab ja gewusst, dass der in Ordnung ist. Was machst du mir jetzt hier? Over here we're going to be making a lamb biryani, which is traditional to South Africa, but it originated in India. Aha, das ist ja ein Lammcurry ähnlich, kommt eigentlich aus Indien, ist aber jetzt hier und etwas konvertiert worden. Verfeinert wird das Lammcurry, typisch für indische Gerichte, mit Joghurt, Koriander und kleinen Stückchen frisch gebackenem, dünnen Brot. Aha, das wird aus Linsenmehl hergestellt, Lentil Flour. I never heard of such. Siehst du, hast du wieder was dazugelernt. Außer dem Linsenbrot kommen noch geschmorte Zwiebeln und frische Linsen ins Gericht. So, und jetzt? In den Ofen. In den Ofen. Und zwar genau für 10 Minuten.
Aber immer, was mich viel mehr interessiert, schon die ganze Zeit und wahnsinnig irritiert. Ich habe erst gedacht, ich hätte was an der Brille. Guckt euch das mal an. Es gibt ja Köche, die haben die Messer im Koffer oder hier in der Schublade. Nein, der hat sich die alle auf den Arm gemalt. Why did you do this? Oh, it's my favorite knife, so I just started collecting a lot of them, but I thought it would make a big significant reason for me to put it on my hands. But just my favorite ones only. Wer sich seine Kochmesser sogar auf den Arm tätowiert, kann sich mit Hoffmann nur gut verstehen. Ach, da kommt ja noch was dazu. Und zwar jede Menge Dips. Mmh, aber scharf. Jetzt weiß ich, warum der ein bisschen frischen Salat dabei hat. Schnell löschen. Mmh. Ausgezeichnet. Das schmeckt so super. Das überlege ich mal, ob ich das mit nach Hause nehme und bei mir im Restaurant verkaufe. Das indische Lammcurry ist ein Gaumenschmaus. Was wäre ein Besuch in Afrika ohne eine Safari? Und genau die macht Herr Hoffmann im Sambona Wildlife Reservat, ca. 3 Autostunden von Kapstadt entfernt. Wir sind jetzt hier unterwegs und wollen mal gucken, was wir heute so Leckeres auf den Grill kriegen. Und wenn wir gar nichts finden, ist die dran. Das wollen wir mal nicht hoffen. Dann lieber Kudus. Aber die sehen doch schon mal richtig lecker aus hier. Weiter geht's. Kurze Zeit später trifft Herr Hoffmann auf eine Gruppe Nashörner. Rangerin Sorita gibt sich alle Mühe, Hoffmann für die Tiere zu begeistern, aber vergeblich. Aber das interessiert mich auch nicht. Die kannst du auch nicht essen. I can't put them on the barbecue. Oh, no. Tja, da kommt meine Freundin Melissa und jetzt sag ich dir, ich hab hier nichts, nix, nada. Dafür hat Melissa so einiges mitgebracht. Verhungern wird Herr Hoffmann hier nicht. Jetzt erzähl mir mal, was du hier alles mitgebracht hast. Naja. Das ist Bread Dough for Roaster Cook on the Fire. Das hier ist Hefeteig, wunderbar aufgegangen. Guck mal hier. Und den grillt die gleich auf dem Grill. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gekocht. Brot, Hefebrot gebacken auf dem Grill, weil das alles gibt. Und es gibt noch mehr. Strauß und Kudu, alles für uns hier, ich sage euch. Das ist Strauß, das habe ich schon mal zu Hause gegessen. Ich fand das sehr zäh und nicht besonders schmackhaft. Was sagst du dazu? Dann gibt es eben nur Kudu und keinen Strauß. Da haben wir Kudu. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. 2 für dich, 2 für mich. Mmh. 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 Jetzt muss ich doch mal dieses Hefebrot vom Grill probieren. Habe ich wirklich noch nie gesehen gehört. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Pizzabrot. Ach, ist doch klar. Machen die doch genauso, die Italiener. Schieben das da einfach in den Ofen. Das ist ja auch alles Holz und Kohle. Lecker. Hast du toll gekocht, meine Nase. Thank you. Das Barbecue mitten im Busch ist ein echter Gaumenschmaus. Kulinarisch bunt gemischt geht es auf dem Neighbor Goods Market zu. Jeden Samstag findet der Markt auf dem Gelände einer alten Keksfabrik statt. Freunde, hier befinde ich mich auf einem ehemaligen Industriegelände, einer früheren Mühle. Und dieses Ding hier nennt sich Neighbor Goods Market. Hier werden Waren angeboten, die selber produziert werden, von Knickknacks, das heißt Kleinigkeiten, Souvenirs und Lebensmittel. Und was interessiert den Hoffmann am meisten? Was es zu essen gibt. Lecker, lecker! Auf dem Multikulti-Markt gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Hier soll es einen Deutschen geben, der Kebab verkauft. Keine Türke, ein Deutscher. Der Türke. Ich bin der Philipp. Du bist der Philipp, das ist aber kein türkischer Name. Nö, ich bin, sagen wir mal, ab und zu ein Türke. Wenn ich hier stehe und verkaufe, dann bin ich ein Türke. Was schön heißt hier bei dir. Du hast jetzt hier wirklich Döner macht schöner. So wie ich das sehe, ist der eine aus Hackfleisch. Und der andere ist aus Hähnchenfleisch. Es ist etwas verändert mit mehr fetthaltigen Lagen, das heißt ein schönes Steak. Sonst wird es viel zu trocken. Dann wird es zu trocken. Genau. Und das bitte schön in Südafrika. Warum soll das denn zu Hause nicht klappen? Da! Türkei! Türkei! So, was ist denn jetzt hier? Wollt ihr mal was kaufen? Hoffmann im Türkei-Fieber. Mal sehen, wie der Döner ankommt. Ah, interessant. Das kennen wir zu Hause nämlich überhaupt nicht. Dann gibt auch noch hier, den kannst du auch als vegetarischen bekommen, mit nur Avocado anstelle von Fleisch. Oder wenn du magst, dass es ein bisschen saftiger ist,
kriegst du Avocado auch noch da oben drauf. Die Afrikaner lieben den Avocado-Döner. Fraglich, warum wir hier in Deutschland diese Variante nicht haben. So, und wenn du es jetzt ganz scharf haben willst, dann kommt da oben noch jetzt Chili drauf. Am Dönerstand fühlt Dirk sich richtig heimisch. Der Avocado-Döner ist für unseren Koch ein Gaumenschmaus. Jetzt schnappe ich mir einen. Hier gibt es nämlich einen Kollegen, das ist der berühmteste Fernsehkoch aus Südafrika. Da darf der Hoffmann doch nicht fehlen. Lieber Peter, sprichst du Deutsch? Nein. Nein, das ist nicht schlimm, dann sprechen wir jetzt Englisch oder Afrikaans. Afrikaans ist gut. Ach, das ist hier aus dem Rumpsteak, aus dem Rücken, aber in die Hälfte geschnitten. Er macht hier Sandwiches aus dem Roastbeef-Rumpsteak mit einer Zwiebelmarmelade und mit einem französischen Dijon-Senf und dann natürlich ein paar Gewürze dazu. Jetzt habe ich dem natürlich empfohlen, dass der unseren richtig schönen, sauscharfen Düsseldorfer Senf nehmen soll. Da schicke ich dir mal ein Gläschen von. Hier mal ganz kurz ein bisschen die Kunde für die Leute, wenn ihr in ein Steak-Restaurant geht und ein Steak bestellt. Das hier, so richtig schön blutig in der Mitte, nennt man Medium Rare. Zu rare. Wenn du bestellst Medium, wäre der Kern nur noch etwas rosa. Medium Well ist es so, wie hier oben außen zu sehen ist. Baff. Da könnt ihr die ganzen anderen Sender abschalten. Ihr habt die zwei absoluten Kochstars von der ganzen Welt. Geht's auch nicht. Guck mal hier. Ja, lecker, lecker. Dich mache ich aber schön fertig, du. Weißt du, wie du schmeckst auf so einem Spieß? Knusper, knusprig. Oh, bist du lecker. Hey, du. Hast du Schnupfen? Ja, riech mal. Es gibt Schweinebraten mit Sauerkraut und Kartoffelbrühe. Wenn ihr Schweinebauch grillen wollt, gart das erst kochenderweise zu Hause mit ein bisschen Gewürze und dann zum Schluss nur um die Röststoffe und diesen Grillgeschmack zu bekommen auf den Grill. Das schmeckt richtig toll. Das ist schon richtig weich gekocht und wird hier nur noch mit einer besonderen Grillsoße eingeschmiert und dann schmeckt das lecker. Und dann kannst du das Ding verkaufen. Jo. Und jetzt kommt die Besonderheit. Das haben wir schon ein bisschen gesehen. Die haben hier eine ganz eigene Soße. Die besteht aus Tamarinden, Tomaten, Knoblauch und natürlich wieder sehr asiatische Gewürze. Besonders ist vor allem die Gewürzmischung, bestehend aus Nelke, Pfeffer, Zimt und Fenchel. So, und dann geht das ganze Ding da drauf. Mit ein bisschen Rucola, hier kennen wir alle. So, und jetzt kommt da normalerweise noch ein bisschen Dijon-Senf unter. Zwiebelmarmelade. Schöne Grüße von dem bekloppten Koch aus Düsseldorf. Schmeckt? Ja, super. Weiter geht's. Es gibt noch mehr zu entdecken. Also die Dinger hier, ja. Bitterbirds hat sie mir erklärt. Sind sowas von saubitter, die kannst du schmoren in was du willst. Die bleiben immer bitter. Aber das Tolle an der Sache ist, wenn du Diabetiker bist, kannst du Tabletten wegschmeißen, ess die. Das ist gesund. Hier in der Kapregion ist es natürlich klar, durch den Einfluss der Südpols, das kalte Wasser, was hier reinströmt, lässt natürlich Meeresfrüchte gedeihen vom Allerfeinsten. Und das ist etwas, was der Hoffmann wahnsinnig gerne isst. Das sind frische Austern. Wie erkennt ihr, dass eine Muschel frisch ist? Eine Muschel oder Auster spielt keine Rolle. Die muss richtig schön ausgefüllt sein. Ist sie kleiner, dann ist sie verhungert, abgemagert und lange im Kühlhaus gelagert. Dann ist die nicht mehr frisch. Das hier ist ein prachtvolles Exemplar. Richtig frisch aus dem Meer. Guckt sie euch an. Wenn da einer sagt, das ist Glibber und es schmeckt nicht, das schmeckt einfach nur toll. Das macht dich fit, das macht dich... Das gehört jetzt nicht hier hin. Guck mal hier. These are the best oysters I've ever had. Das sind die besten Austern, die ich im letzten Jahr gegessen habe. Das kennen wir hier alle aus den afrikanischen Ländern als getrocknetes Rindfleisch. Da kauen die so drauf rum, da kann man allerdings auch noch Eintöpfe mitkochen. Aber das hier ist Thunfisch. It's all natural. It's juicy. It's all natural. There's nothing. Schön saftig. Ein Fisch mit sehr viel Gräten. Das wäre ja wohl nichts für unsere Kunden und Gäste. Aber er macht daraus eine Paste, indem die Gräten rausgenommen werden, ein paar frische Kräuter da rein und etwas Mayonnaise. Sehr lecker. With a glass of wine. Very good. Or maybe two.
Vom Geschmack würde ich sagen, ein bisschen wie Forelle. Auch von der Faser. Lecker. Hier geht mir das Herz auf. Ich habe gedacht, in Südafrika kriegst du nur Weißbrot und Toastbrot. Und jetzt haben wir hier endlich mal eine traumhafte Auslage. Das ist ja hier sogar mit ganzer Körner. Wenn ich sowas sehe, das ist ja herrlich. Oder hier Meerkornbrot. Fast wie zu Hause, also auch selbst in Kapstadt gibt es anderes Brot außer Toastbrot. Hier, da habt ihr mal Zimt. Hier kannst du genau sehen, dass es eine Baumrinde ist. Das ist Baumrinde. Wir kennen das eigentlich nur im gemahlenen Zustand und dann bei uns schön oben auf dem Reispudding drauf. Milchreis. Als nächstes findet Dirk eine getrocknete Feigenart, die ihm völlig unbekannt ist. Jetzt hat die hier was ganz Interessantes. Da weiß ich überhaupt nichts mit anzufangen. Das sieht mir aus wie getrocknete Kapseln von einer Blume. Vergeblich wartet er auf jemanden, der ihm die kleine getrocknete Kapsel erklärt. Alle nachfolgenden Sendungen verzögern sich um mindestens 25 Minuten. Und wehe, du schaltest jetzt um. Zum Glück findet sich doch noch jemand, der weiterhilft. What do you cook with this? Now, if you make a sweet and sour sauce. Ja. And you put that in. Ach so, und das kommt einfach da rein, um eine süß-saure Soße zu machen. And this makes inside. It sour. Yes, the inside of it. Only not aha, the skin. Dieser Fruchtinhalt macht die Soße dann etwas säuerlich. Na, da haben wir es doch. Pack mal wieder zurück, das nehmen wir nicht mit nach Hause. Die Waterfront Kapstads ist Touristenattraktion und Amüsierviertel für die Einheimischen zugleich. Und es ist dort immer viel los. Das ist ja hier wie in der Karibik, hör mal. Ich hatte gedacht, ich wäre in Afrika. Ich schaue da jetzt drauf. Also, das ist, als wenn wir auf der Pfanne aus. Hier. Jetzt müsste man als Weiß ein bisschen mehr Schuhe haben, weißt du? Das kannst du aber richtig einordnen. Komm, wir müssen weiter. Ich will noch was zu futtern haben. Ja, wie? Gab es etwa noch nicht genug zu essen? In diesem Restaurant bekomme ich Fisch, der hier wirklich aus den lokalen Gewässern kommt. Und da sollen richtige Exoten dabei sein. Das probiere ich jetzt aus. Hi, my name is Dirk. I'm Dugler. Dugler. Ich komme aus Deutschland und ich spreche jetzt nur Deutsch mit dir. Mein Kollege hat jetzt hier einen Fisch für mich präpariert. Den habe ich noch nie gesehen. Sieht für mich ein bisschen aus wie eine Brasse. Guck mal hier, jetzt lacht er noch, wenn er wüsste, was ihm passiert. Und er hat mir gesagt, dass da wahnsinnig viele Geräten drin sind. Can you fillet this for me? Because I've never seen this fish before. Der Fisch mit den vielen Geräten heißt Snook und ist so etwas wie der Nationalfisch in Südafrika. Ah, da reißt er dem hier schon mal oben die Geräten raus. Guckt ihr das an? Der wird einfach nur gesalzen und gepfeffert, wird dann in Butter gebraten, schön langsam. Und dann gibt er da hinein eine Mischung aus Lauch, Sellerie und ein bisschen Spinat und Petersilie. Das geht in eine Pfanne, ein bisschen mit Weißwein abgelöscht. Ich kann euch sagen, das wird eine Festmahlzeit. Ah ja, klar, wie immer, Tipp, Gaumengauss oder Gaumenschmaus, erst in Öl anbraten und zum Schluss ein bisschen Butter hineingeben. Wenn man jetzt schon die Butter hineingibt, verbrennt das ganze Ding. Die Soße zum Fisch besteht eigentlich nur aus dem Eigensaft, ein wenig Öl, Butter, Kräutern und einem Gläschen Wein, wenn Herr Hoffmann davon etwas übrig lässt. Zu Ende gegart wird der Fisch im Ofen. Jetzt geht das Ding nach 15 Minuten im Backpapier in der Röhre. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aber mein lieber Freund, jetzt musst du mir erklären, wie ich den filetiere, weil ich lerne was dazu. Jetzt ist der hier schön, guckt euch das mal an, komm mal ran. Jetzt ist der hier richtig schön im eigenen Saft. Ah, lecker. Macht das Ding aus, hör mal, das esse ich jetzt hier mal in Ruhe. Könnt ihr mal ein paar Minuten mich in Ruhe lassen? And we just work it down, slowly. Ah, der zieht das nach hinten weg. And then you actually just eat it off the bone, you scoop it up, because it's coming off from the top. Okay, dann mach das jetzt mal. Und wenn nicht, dann spuck ich jetzt hier die Geräten durch den Laden. Mhm. Mhm. Das hat die Queen Mutter auch schon mal verschluckt, musste so zum Arzt.
Ich muss sagen, auch wenn dieser Fisch doch so einige Gräten mehr oder weniger hat, aber es lohnt sich, der schmeckt ausgezeichnet. Frischer kann es nicht sein. Einfach zubereitet, auch hier wieder ein toller Tipp, einfach in so Folie backen, im Backofen, 10 bis 15 Minuten. Fertig ist er. Sieht zwar nicht so aus, ist aber ein Gaumenschmaus. Das da, liebe Freunde, ist der Tafelberg. Heute ohne Tischdecke, das heißt wolkenlos. Aber ich sage euch eins, in dieser Stadt, der Mother City, wie sie hier genannt wird, hatte ich nur vollgedeckte Tische, ausgezeichnetes Essen, eine Augenweide schlechthin. Und ich sag euch, da müsst ihr alle mal hin.